So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei TKG 13 mit dem passenden Titel Zelle 13. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben, dass wir Herr Bering in seinem Geschäft aufgesucht haben. Wir konnten mit Klößchen ein bisschen zu Kommissar Glockner vordringen, selbst Karl durfte kurz mit ihm reden. Wir haben festgestellt, dass Herr Kruschwitz und Herr, ich weiß nicht, wie er heißt, der Lehrer, da irgendwie so ein bisschen in der Grauzone arbeiten, also nicht alles, was legal ist. Offenbar geht es um Börsen, Aktien in die Richtung. Und stehen geblieben sind wir dabei, dass wir endlich die Einladung bekommen haben, auf die wir schon so lange gewartet haben. Wo liegt denn nun die Einladung? Direkt vor dir, Gabi. Da ist sie doch. Ah, da ist ja Papis Einladung. Ich bin gespannt, ob Tim recht hatte. Was meinst du, Oskar? Dann schnell, damit wir hier die Zeit sinnvoll nutzen können und weiterkommen in diesem Video. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich bin immer gewohnt, dass es das Unterste war, deswegen bin ich da so aus den hin. Papi! Nee, den Scheiß doch nicht. Guck mal! Papi, ich habe hier etwas von der Schule. Es betrifft mich, weil ich... Nun lies es selbst. Was denn? Meine Tochter bekommt einen blauen Brief? Dann sag hier. Wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Oh ja. Psst, Oskar. Das ist was Offizielles. Da hast du mich immer fein rangekriegt. Eine Einladung, oh Mann. Was soll ich den Kids denn erzählen? Von deiner Arbeit halt. Wo ist mir nicht dabei? Ist das ist schon geregelt. Ja, schon. Ich weiß, dass du in Kürze diesen Heppner im Knast besuchst. Da will ich mit. Und gemeinsam berichten wir darüber. Kommt überhaupt nicht in Frage. Nee, würde ich auch nicht. Woher weißt du überhaupt? Obwohl, ein ach so harmloses Interview mit Heppner, das wäre gar kein schlechter Schachzug. Okay, hör zu. Ja. Ich sage nicht ja, aber auch nicht nein. Ich muss erst die Unterlagen zu Heppner anfordern. Denk du dir ein paar Fragen aus, hm? Genau, für die Schülerzeitung. Papi, das wäre eine Wucht, wenn ich mit darf. Ehrlich, ich kann es kaum erwarten. Ja, gut. Wie geht es jetzt weiter? Dann. Oh Gott. Fragen. Was hat dieser Heppner genau verbrochen? Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich begleite? Ist der Mann im Knast gefährlich? Was ist an dem Fall Heppner so besonders? Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Die Namen Heppner und Glockner wurden lange Zeit in einem Atemzug genannt. Ich soll Ihnen alle Jubeljahre zu einem allumfassenden Geständnis bewegen. Ohne dieses sitzen der Polizei ein Geldinstitut, zwei Versicherungen, etliche Rechtsanwälte und der Polizeipräsident im Nacken. Ganz zu schweigen von der Presse. Aber dann könnte deine Karriere davon abhängen. Ja. Ja, Gabi, ne? Ja, ja. Vor allem nicht mehr so todesmutig. Ist nicht immer so leicht, wie man denkt, Gabi, nein. Was ist an dem Fall Heppner so besonders? Es geht um die Beute. Angeblich ging sie ihm verloren, als er flüchtete. Aber ich vermute, er hatte einen Komplizen. Oder er hat das Geld vorsorglich versteckt. Wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Toller Vergleich, Gabi. Eichhörnchen verstecken ja auch regelmäßig Geld, das wissen wir ja, ne? Ja. Deswegen wachsen auch immer überall Geldbäume. Schön wär's. Ist der Mann im Knast gefährlich? Heppner ist zahm wie ein Lamm. Eines Tages wird er frühzeitig entlassen, wegen guter Führung. Ich wette, darauf spekuliert er. Oh, das heißt, der Mann hat noch was vor. Ja. Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich begleite? Oder? Der Gefängnisdirektor ist ein alter Freund von mir. Der regelt das. Okay. Ein bisschen Bammel habe ich schon. Ja, dann geh halt nicht mit. Ganz ehrlich, Gabi. Naja, es wird jetzt schon nicht so viel passieren. Ich meine, der ist ja jetzt nicht mit einer Waffe gegenüber. Was hat dieser Heppner genau verbrochen? Er hat eine Bank überfallen. Nicht gerade ein Kavaliersdelikt. Oh nein. Wir hatten ihn im Berufsverkehr aus den Augen verloren und wollten die Flinte ins Korn werfen. Dass ich ihn später doch noch zu fassen bekam, wurde mir hoch angerechnet. Dafür muss er dich doch hassen, oder? Bestimmt. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Keine Antwort, ja. Das heißt ja. Also, wir gucken mal in die Notizen. Oh, wow, toll. Schauen wir, wie weit wir schon sind. Yay!
Erstaunlich. Kommissar Glockner ist jetzt sogar bereit, Gabi für ein Interview im Gefängnis mitzunehmen. Offenbar hat er seine eigenen Pläne. Gabi sollte sich gut vorbereiten. Ja, da müssen wir wahrscheinlich in ihr Zimmer und ein bisschen Schreibkram erledigen. Ja, Hauptsache dir geht's gut. Laptop? Nix? Nein. Aber wir könnten vielleicht ins Klassenzimmer. Hi. Ich darf mal. Sollte das neue Layout nicht PC, längst... Okay. Ah, da darf ich nicht? Nein. Es würde auch keinen Sinn machen, okay. Oder? Warum wollte denn die Mybo nicht mehr vertrauen? Unterstützt sie Herr Matz? Bleiben Sie mit Herrn Kruschwitz in Verbindung? Die alten... Tilo, ich meine, Herr Kruschwitz hat viele Kontakte. Das könnte sich für mich eines Tages auszahlen. Aber geraten Sie uns nicht vor lauter Connections an schwarze Schafe. Wer weiß, was der Sohn der Freizeit macht. Vielleicht macht er ja schon irgendwelche Scheiße. Ja. Bleiben Sie mit Herrn... Gehen Sie noch immer mit Frau Schmeich? Wen könnte man noch in die Schule... Vorerst... Okay, gut. Dann reden wir mal mit Gabi und Tim. Also Tim redet mit Gabi so. Bist du sauer, Tim? Ja. Geht so. Ich kapiere nicht, wieso ausgerechnet dein Vater dich in Gefahr bringt. Am liebsten würde ich mitkommen. Mein Gott, Alter. Nachher fällst du mir noch aus der Rolle, lieber Prinz. Papi, kannst du vertrauen. Prinz. Weißt du doch. Ey, Tim, geh mir so auf den Sack. Der fühlt sich auf, als wäre, weiß ich nicht, so ein Dreifach-Hulk, Alter. Also... Chill doch mal. Ich glaube, du hast noch nie im Leben aufs Maul bekommen von jemandem. Bist du auch mein Prinz? Nein. Definitiv nein. Wenn du im Gefängnis wärst, Karl, womit würdest du dir die Zeit vertreiben? Das sag ich nicht. Also Gabi soll sich vorbereiten. Ja, wie soll sich Gabi denn vorbereiten? Ja, ich dachte... Oh Gott, was bist du denn? Das... Kleiner Hund hat Angst. Kein Wunder. Zu viel Kram, der falsche Furcht. Nicht nur der Hund hat Angst. Vielleicht hat er ja vor Ihnen Angst. Ja. Er ist so unschuldig. Wer? Nicht zu vergleichen mit dem, den ich suche. Die Manifestation des Teufels. Bargast, Girtrasch, Heuler, schwarz wie die Nacht, mit der sich die Ungeheuer umgeben, in Wäldern, Mooren und auf Friedhöfen. Was? Wie war nochmal die Nummer von der Klapse? Also, irgendwas stimmt mit dem nicht. Sie suchen also Ihren Hund? Suchen Sie hier etwas Bestimmtes? Ich amüsiere mich mit billigem Tant. Schlägt tot die Zeit, bis es Sinn macht, meine Feldstudie fortzusetzen. Die Geduld wird sich auszahlen, die Gelegenheit sich ergeben, wenn die Faktoren stimmen. Zeigt er sich? Ja, genau. Ja. Okay, danke. Ich habe gerade überlegt, David, was er uns sagen will. Besorgung für seine Bude. Er werkelt schon seit Tagen an einem Waschbecken fürs Ja, das wissen wir schon. Ganz ist ehrlich, David, der macht doch irgendeine Scheiße, oder? Haben Sie mal von einem Sträfling namens Heppner gehört? Ich kann ihn... Ich werkel doch nicht tagelang an einem scheiß Waschbecken. Da ist doch wieder irgendwas faul. Ich habe irgendwie Angst. Sie suchen also Ihren Hund? Suchen Sie hier etwas? Sie suchen also... Ich kann ihn nicht suchen. Nur finden. Ich muss pirschen. Auf Gelände, aber gefährlich, sehr. Das hört sich fast nach einem Kampfhund an. Ja, ja, das ist sehr befremdlich, dieser Mensch. Definitiv. Dieser junge Mann, Mensch. Transformation. Transformation, das ist es, was Werwölfe so interessant macht. Sag mal, hast du irgendwie sie sehen so wie Menschen aus und doch tragen sie vermutlich ein Virus in sich, das sie verwandelt. Ein Virus. Ja. Das ist doch Mumpitz. Bei mir geht's nur um den Spaß im Verkleiden und Schrecken einjagen. Ein Werwolfsvirus, so ein Quatsch. Mumpitz? Bei Vollmond gegen den eigenen Willen zur Bestie zu werden? Bitte sehr, das ist mehr als eine Halloween-Maske aufzusetzen. Hast du schon jemals irgendwie gehört, dass jemand wirklich zum Werwolf geworden ist? Also ich nicht. Möchten Sie eine Praline? Danke, wirklich nicht. Schlecht für die Zähne. Danke. Na. Ich habe verstanden. Schlecht für, naja, weißt gut. Du, weißt du, ist Werwolfsein wirklich ansteckend? Was? Weißt du, hat eine Wampe, aber sagt mir eine, ist schlecht für die Zähne. Also so gesund kann er sich nicht ernähren. Man kann sich ja auch sehr fettreich ernähren oder sehr kohlenhydratreich.
Wie sieht ein Werwolf Ihrer Meinung nach aus? Wie ein Werwolf halt. Riesig. Riesig. Stell dir einen Gorilla vor. Stell dir einen Wolf vor. Mhm. Und nun kreuze beide. Oh mein Gott. Das sieht sehr merkwürdig aus meinem Kopf. Interessante Feldstudien. Sehr interessant. Unheimlich. Also ich bin jetzt zu schockiert, ich kann jetzt definitiv nicht mehr weiterspielen. Also wir müssen hier beenden, Mandy, weil... Mandy muss alleine weitermachen, ich kann nicht mehr. Ich muss Wie mich sammeln. Wie sieht ein Werwolf? Ist Werwolfsein wirklich ansteckend? Bei einem Biss gelangt womöglich ein Virus ins Blut, das Wolfsgene rüberkopiert. Ein bisschen so wie beim Computervirus. Die Gene schlafen aber dann. Die Theorie besagt, ob Stress, ob Vollmond, der Wolf erwacht. Das sind doch Hirngespinste. Also bei Stress erwacht er auch. Puh, da wäre ich aber oft ein Wolf. Ja, okay. Ich glaube, da würden da draußen nur noch Wölfe rumlaufen. Oh, er ist weg. Ja. Meinen Sie mich? Wie? Nein, nein, Karl. Da ist nur so ein nerviger Kunde. Ein unentschlossener Klugscheißer, der nie was kauft. Ach so, ist er nicht ganz dicht. Gerade ist er wieder raus. Ah, und da haben sie sich ganz ohne Worte etwas Luft gemacht, verstehe. Er wartet bestimmt auf die Lieferung aus dem Knast, oder? Was Spezielles. Ist er jetzt auch weg, wenn ich mit Klößchen hingehe? Nee, dann ist er noch da. Mensch. Ganz merkwürdig. Er ist draußen wieder rein. Bitte sehr, mein Herr. Was soll das sein? Hä? Sieht mir sehr nach Humbug aus. Sehr nach Humbug. Wovon redest du? Guter Mann. Wie ich bereits sagte, das sind alles Gruselklassiker, Partygags und Scherzartikel. Aber sich lustig machen über Vampire, den Homo sapiens immortus, die Bruxa, Ventala, Anchanchu, Aseman, Sukuvan, Payang, allesamt blutdürstig und Meister der Verwandlung. Ist das fertig? Wo bleibt die Ehrfurcht? Wo? Deine Mutter, ey. Das ist ja echt so. Uns doch hier nicht belästigen. Es gab also wirklich Vampire? Nein, gab es nicht. Nee, sind Sie Wissenschaftler? Laienhaft gesprochen, ich suche nach verborgenen Tieren. Dabei bediene ich mich vieler Quellen, nicht nur Spuren oder Fotos. Sehr aufschlussreich sind Legenden, Märchen und Mythen von Ureinwohnern. Sehr aufschlussreich. Verstehe. In jeder Sage steckt ein Körnchen Wahrheit. Was hat sie bisher gebracht, außer graue Haare? Nix. Doch, hat sich was angeeignet. Er hat sich auch die Warzen von Hexen angeeignet. Es gab also wirklich Vampire? Sind Sie Wissenschaftler? Es gab also... Du bist skeptisch? Das ist gut, sehr gut. Selbst Bram Stoker, der Autor von Dracula, irrte im Detail. Als er 1899 die Kryptozoologische Gesellschaft in London besuchte und die wahren Fakten erfuhr, war sein Roman bereits erschienen. Ja, da kann man jetzt, glaube ich... Kryptozoologische Gesellschaft? Okay, da kommt enorm. Ich glaube, da kann man Wie jetzt überstreiten. Wie macht sich denn Ihr neuer Gehilfe? Kommen Sie finanziell gut geradezu... Gut, ich dachte, da kommen eventuell auch neue Fragen. Dem ist nicht der Fall. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal die Notiz. Ob da wohl was Neues steht. Schade, dass David gerade nicht da ist. Da vertreibt sich im Hauland ein merkwürdiger Kunde, um der etwas mit Schilde zu führen scheint. Mhm. Ich sag, der wartet auf diese scheiß Kürbislieferung auf dem Knast. Ja, das nützt uns jetzt nur leider überhaupt nichts. Einfach mit jedem nochmal gucken. Sie, hier etwas Sie suchen also Ihren Hund? Ich kann... Okay, also da kommen wir im Zweifel mit jedem gucken und dann schauen, ob noch irgendwas passiert. Wenn da nichts mehr kommt, dann... Wie sieht ein Werwolf? Ist Werwolf sein... Hören wir auch mit dem Spiel. Wie bitte? Dann hören wir auch mit dem Spiel, wenn nichts mehr kommt. Achso. ja, gut, also der Einzige, wo ich ihn nicht antreffe, das ist, wenn ich mit Karl reingehe. Woher beziehen Sie Ihr Sort? Haben Sie einen besonderen Bezug zu... Warum sehe ich ihn mit Karl nie? Ist doch merkwürdig, oder? Nur mit Karl nicht. Wird schon einen Grund haben, aber... Es gab also wirklich... Sind Sie wissen... Laienhaft. Also nein, da kommt Vielleicht jetzt müssen wir in der Zwischenzeit jetzt nochmal schauen, wegen den Fragen für den Gefängnisbesuch. Ich weiß es nicht. Gehen wir aufs Polizeirevier. Und dann später nochmal in den Laden. Es ist ja oft so, dass man erst woanders hin muss und da noch was erledigen und dann wieder zurück. Und manchmal Wollten ist es Sie über den Fall Heppner? Ist es schwer, jemanden zum Singen zu bringen? Okay, dann gehen wir mal mit Klößchen nochmal hin.
Müssen Sie die Aktenberge ganz... Haben Sie viele Kontakte ins Gefängnis? Da gibt's noch nichts Neues. Gabi... Aber mit Gabi haben wir, glaube ich, schon alles gefragt. Mich nicht alles täuscht. Was hat dieser Heppner genau ver... Hat auch keiner was dagegen, wenn ich dich... Ist der Mann im Knast gefehlt? Was ist an dem Fall Heppner so bes... Warum liegt der Fall gerade jetzt auf deinem Tisch? Die Namen... So, okay. Da gab es nichts Neues. Dann Gabis Zimmer waren wir vorhin. Dann gehen wir mal in den Klassenraum. Haben Sie schon mal jemanden im Gefängnis? Wie haben die Kollegen Ihre Wahl zum Vertrauen? Ich glaube so, Tim. Jetzt, wo Herr Kruschwitz gegangen ist, möchte ich, dass hier wieder die alten Regeln Einzug halten. Du hast im Nebenraum nichts zu suchen. Meine Mutter hat im Nebenraum nichts zu suchen. Sehr gut, alter Krantelhauer. Schon. Ach, Karl? Ja. Du kennst dich doch mit diesen neuen Fotoapparaten aus. Mhm. Ja, Sieh dir ja. doch mal unsere Schulkamera an. Okay. Und sag mir, ob du damit klarkommen würdest. Ja. Mach ich. Die Digitalkamera liegt im Raum nebenan. Gut, danke schön. Macht euch bereit für schmutzige Bilder. Cool. Eine Kamera mit Flashcard. Cool. Damit ist es ein Kinderspiel, Fotos auf den Rechner zu überspielen. Ja. Am besten, ich setze die Flashcard gleich mal ein. Ja. Nackige Lehrer. Da gehört sie hin. Da gehört sie hin. Albertsen mag viel Ahnung haben, aber damit kennt er sich offenbar weniger aus. Oh, ich habe den Bildschirmschoner deaktiviert. Vorsicht, Munition. Vorsicht, Munition. Um was es dabei wohl geht? Ja. Auf jeden Fall fehlt da noch ein Foto. Aber... Ja, lies doch mal den Text. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ist ja nicht verschlüsselt. Kann man sich das nicht näher anschauen? Ich würde mir das schon gerne näher anschauen. Kann man nicht. Okay, na gut. War ja klar, weil dann würde es ja zu schnell vorangehen. Hallo, ich habe eine Frage. Kann ich auch was für die Schüler? Kennen Sie eigentlich Gabis Vater? Ich bin... Okay, gut. Was ist das? Hä? Also mit der Kamera käme ich leicht zurecht. Achso. Soll ich etwas fotografieren? Die beiden von der Schülerzeitung haben vergessen, sich um eine Aufnahme des Geländes zu kümmern. Welches Gelände? Wo demnächst eine Bunkeranlage abgerissen wird. Okay. Den Artikel dazu gibt es längst. Okay. Er warnt die Schüler, sich dort herumzutreiben. Ah, okay. Könntest du ein Foto schießen? Ja, klar. Das Areal heißt Hageforst Süd. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Dann gehen wir hin. Ein Auftrag für die Schülerzeitung. Wow. Und das ist erst der Anfang. Ach, ich bin so aufgeregt. Da wird er direkt, ne? Und wo gehen wir hin? Tada! Bunkergelände. Super. So. Oh Gott, der ist schon wieder. Was machen Sie denn hier? Junge, bin ich erschrocken. Mein Name ist Wieslaw. Was ist das denn? Oh, eine kleine Ratte. Ich bin Professor für Kryptozoologie. Alter, die Ratte ist so groß wie so ein Oberschenkel. Vielleicht kennst du mein Buch Kryptidendämmerung. Nein, soll doch so bleiben. Ist mir nicht geläufig. Nein! Was? Dummer Junge! Was? Wie dummer Junge! Auf dem Gelände ist es nicht sicher! Ist mir egal. Hör auf einen alten Mann! Ja, lass mich raten. 3 Minuten später rennst du da rein. Hat Kryptozoologie mit Tieren zu tun? Bleiben Sie länger hier? Kommt ganz drauf an. Geduld ist eine Tugend des Alters, bitte sehr. Nicht der Jugend. Sollten wir indes die Liebe zur Wissenschaft teilen? Bei wissenschaftlichen Rätseln bin ich dabei. Das ist ja aber eigentlich treibt mich eine andere Aufgabe her. Aber warum flüstern wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Dann reden wir doch lieber normal, oder? Okay, gute Idee. Gut. Okay. Also ich glaube, wir kommen hier so schnell erstmal nicht weiter. Hat Kryptozoologie mit Tieren zu tun? Ganz recht. Es setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern Kryptos für versteckt, Zoon für Tiere und Logos für Studie. Ergo, die Studie der versteckten Tiere. Oh, toll. Gut kombiniert, mein Freund. Ja, dann machen wir doch jetzt ein Foto, oder? Ja. Da. Zum Besten mit ihm drauf. Meinen Job erledigen. Im Namen der Wissenschaft, tu das nicht. Was denn? Es könnte meine Feldstudie ruinieren. Was denn? Es ist doch nur ein Foto. Quatsch. Meinetwegen. Es kann auch später wiederkommen. Es ist doch nur ein Foto. Was soll denn das Scheiß jetzt? Das Scheiß jetzt? Ja, das. Das die, Scheiße. Die Scheiß. Was soll die Scheiß? Kann ich mit. Kann nur mit Karl dahin, ne? Ja, weil er nur die Kamera hat. Professor, hat sich was getan? Nein. Nein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einfach mal einen Cut.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Ihr könnt es gerne jederzeit abonnieren, das ist für euch kostenlos. Und ihr erfahrt immer, wann es neue Videos von uns gibt. Ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Vampiren, Werwölfe, was auch immer. Findet ihr sowas cool oder langweilt euch das Thema oder sagt ihr, Gott, das ist vollkommener Schwachsinn oder glaubt ihr vielleicht sogar ein Stück weit daran? Schreibt uns das gerne in die Kommentare, würde uns sehr interessieren. Ja, würde mich auch mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Von mir gibt's einen. Bis dann. Von mir auch. Bis dann. Ciao.